Soll ich zur Sendung die Ohren ziehen oder Balanchaga mit Mao-Kragen? Besser die Ohren und tu ein rotes Einstecktuch rein. Das wird cool. Na klar, dezenter linker Touch. Ich verabscheue Egoismus. Das Frankreich, das ich liebe, teilt gern. Fangen Sie damit an. Verschenken Sie Ihre Reichtümer. Wenn da draußen eine Roma-Familie in Not ist, sage ich hereinspaziert. Ja. Bravo, Fusserat. Aber bitte. Einer nennt dich den Lionel Messi der Intellektuellen. Erwarten wir wen? Nicht, dass ich wüsste, außer vielleicht meine Roma-Freunde. Hallo, Herr Rennspaziert. Vielen Dank. Danke, uns aufnehmen. Nein, nein, nein. Wenn es nur um eine Nacht geht oder zwei? Doch, vielen, vielen Dank. Mensch. Wir stellen Wohnwagen in den Garten und passen auf Haus. Sollten wir vielleicht die Wertsachen verstecken? Ich meine nicht, dass ich Ihnen nicht traue, aber man will ja wirklich niemanden in Versuchung führen. Du hast recht, ja. Das wäre heimtückisch. Auch gern Suche in den Müll. Das darf doch nicht wahr sein! Kommen Sie runter und unternehmen Sie was! Kss, kss, kss. Wo wollen Sie hin? Zur Arbeit. Wie, als Peruaner? Ruf von Roma nicht gut. Weg in Malibu. Danke, Herr Rennspaziert. Jean-Etienne. Herr Rennspaziert einfacher. Eigentlich völlig normale Gäste. Ganz genau, wie alle anderen. Alarmanlage anschalten. Ist besser, man weiß ja nicht. Oh.